Jehovas Zeugen am gebrochenen Wachturm. Taktischer Schnellschuss? Hallo Karl-Hermann Kaufmann, ich höre gerade deinen Vortrag auf YouTube. Die Pfingstler teilen sich in Chapter ein. Das erwähnst du nebenbei. Diese Einteilung ist originär freimaurerisch. Vielleicht stößt du irgendwann mal auf diese Seite. Ich sage dir, Pfingstler und Charismatiker sind freimaurerisch organisiert. Gestern hatte ich dargestellt, dass Jehovas Zeugen zurzeit die Direktive haben, schon im Vorfeld abzuhauen, um das Hochhalten der Schilder Religion rettet nicht, nur Jesus rettet absolut zu vermeiden. Heute kam ich nach Bruchsal und wurde von Jehovas Zeugen überrascht. Sie standen da wie nicht abgeholt. Kurz nachdem sie mich wahrgenommen hatten, ging einer los und holte den grünen Pavillon. Endlich bauten sich Jehovas Zeugen neben dem gebrochenen Wachturm auf. Direkt neben diesem Symbol ihres Untergangs. Krass. Ich stellte mich vorne an der Ecke auf und durfte die Aufmerksamkeit der Menschen genießen. Die Faktenreligion rettet nicht, nur Jesus rettet und der Vorwurf Jehovas Zeugen lassen Menschen verbluten. Jesus hat nie jemanden verbluten lassen, traf auf die volle Aufmerksamkeit der Leute und ich hatte gute Gespräche. Von dieser Stelle wurde ich von einem Ladenbesitzer auf beleidigende Art verjagt. Daraufhin ging ich hinüber auf die andere Seite. Komisch war, dass sein Laden voll war, als ich davor stand. Wieso wird das Leben auf Geld reduziert? Ist die Lebendigkeit in der Fußgängerzone so geschäftsschädigend? Die Zustimmung der Bruchsaler war heute so massiv, dass ich mir wünschte, eine zweite Person dabei zu haben, die das Ganze mit einer Videokamera aufnehmen würde. Alles Lob und alle Komplimente gab und gebe ich an Jesus weiter. Der Tag war so krass gut, dass ich es gar nicht beschreiben kann. Eine junge Frau fragte, ob es nicht langweilig wäre, hierher umzustehen. Ich sagte, auf gar keinen Fall. Die Situation war so eindeutig pro Jesus, dass meiner Meinung nach sogar die Zeugen Jehovas davon etwas spürten. Die Zeugen Jehovas standen wirklich nur wie Wachsfiguren unter ihrem grünen Pavillon und warteten darauf, endlich wieder abbauen zu können. Eine Geistheilerin meinte, mich in ihre Esoterik als Jesus-Kraftbestätiger mit hineinnehmen zu können. Im Laufe des Gesprächs kamen Schilderungen, von denen ich ihr bezeugen musste, dass es dämonische Lehren sind. Sie ging. Eine Frau fragte, ob ich katholisch sei. Ich verneinte. Sie sagte achselzuckend, ich bin katholisch. Und ging enttäuscht weiter. Ein Ehepaar erzählte mir ihre Erfahrungen mit Zeugen Jehovas, die Mieter in ihrem Haus gewesen waren. Sie zeigten sich schockiert über die Dreistigkeit und über das brutal unverfrorene Verhalten dieser Menschen. Ich konnte im Grunde nur antworten, erwischen und anzeigen. Ja, an dieser Stelle hakt es, denn dann bist du wie ein Spitzel unterwegs. Im Alltagsleben konnten diese Leute Jehovas Zeugen nicht vertrauen. Ich muss mich bei allen Ökumenikern, Zeugen Jehovas und Freimaurern für ihre Dummheit bedanken. Endlich standen Jehovas Zeugen wieder an der besten Stelle der Bruchsaler Fußgängerzone. Der Tag war so genial, dass ich mir gar nicht erst die Mühe mache, die Frucht des Glaubens an Jesus umfassend beschreiben zu wollen. Das Statement Religion rettet nicht, nur Jesus rettet führte zu Erlebnissen, die nur noch Versöhnung sind, gegenseitige Annahme und freundliches, liebevolles Übereinstimmen. Ich habe noch nie die Liebe zu mir völlig unbekannten Menschen erlebt wie heute. Wenn du erkennst, dass die Menschen Jesus viel näher sind, als du immer angenommen hast, feier dein Herzfeste. Und die Kontrolleure, Freimaurer, Ökumeniker, Zeugen Jehovas, stehen nur da und sind hilflos. Der Tag war genial.